DHB Timeout. Spezial. Wird Ihnen präsentiert von Juna. Pflege gemeinsam schaffen. Die DHB-Frauen arbeiten täglich hart, um ihre Leistung stetig zu verbessern und bei der Euro 2014 das Bestmögliche herauszuholen. Doch nicht nur in der Trainingshalle und auf dem Platz wird hart geackert, sondern auch im Hintergrund ist einiges zu tun. Ich denke, wir haben hier ganz, ganz professionelle Bedingungen von Seiten des Organisators der Europameisterschaft, aber viel wichtiger auch von Seiten der Organisation des Deutschen Handballbundes. Ja, das Team hinter dem Team erfüllt eigentlich dem Team fast alle Wünsche. Das Team hinter dem Team ist fast genauso wichtig wie das Team selber. Angefangen bei der medizinischen Abteilung mit unserem Mannschaftsarzt Matthias Klepsch, mit unserer Physiotherapie und mit unserem Videoscout und letztendlich auch mit unserer Teambetreuerin Dolle Gassert, bei der so alle Fäden zusammenlaufen, die die gute Seele der Mannschaft ist und die versucht, alle Sachen, die um das Team rumlaufen und auch das Team hinter dem Team organisiert. Wie die Spielerinnen bereitet sich auch der Trainerstab auf jedes Match individuell vor. Die Videoanalyse dabei ein unabdingbarer Faktor. Nee, das ist natürlich wichtig. Also wir gucken natürlich darauf, was wir selber gemacht haben und was wir besser machen können, wie wir die Räume besser ausnutzen können, die wir uns erarbeiten bei der gegnerischen Abwehr. Und dann gucken wir natürlich auch viel darauf, was macht der Gegner, wie spielen die, welche Auslösehandlungen, welche individuelle Qualitäten haben da die einzelnen Spielerinnen. Um die Frauen für jedes Spiel fit zu machen, ist die medizinische Abteilung in der Pflicht. Ja, da sind wir hier in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass wir sehr gute Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten haben und auch gute Ärztinnen und Ärzte, die auch nicht hier vor Ort mit ist jetzt, aber diese Abteilung, da sind wir sehr gut aufgestellt und haben da sehr, sehr gute Leute. So, die arbeiten sehr gut und sind extrem wichtig für die Mannschaft. Und auch alle organisatorischen Belange rund um die Nationalmannschaft wollen bestens strukturiert werden. Ich sage das mal so, was Dolle nicht macht, ist schwer auszufinden. Sie macht tatsächlich alles für uns. Sie tut alles um, dass wir hier, sage ich, gute Bedingungen haben. Ja, auch die Planung von zu Hause, wie jeder zum Lehrgang hinkommt, wie jeder vom Lehrgang heimkommt und so weiter. So Dolle macht, es ist einfacher zu sagen, dass sie macht alles. Nicht nur die Mannschaft und die Trainer investieren viel, um möglichst erfolgreich zu sein. Sondern auch das Team hinter dem Team gibt alles, um den Spielerinnen die besten Voraussetzungen zu garantieren. Nur so haben die Nationalspielerinnen den Kopf frei und können sich absolut auf ihre schwierigen Aufgaben konzentrieren und den deutschen Handballsport mit Können und Spielwitz würdig vertreten. DHB Timeout Spezial wurde Ihnen präsentiert von Juna. Pflege gemeinsam schaffen.